20, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Na komm. 33, 34, 35, 36. Außenkante. 3, Außenkante. So, dann hätten wir auf jeder Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus 25, 36. Perfekt. Passt. Sehr gut. Na, dann geht das ja. Oh, dann passt das ja doch mit der Maß. Ach, haben wir da mal unbewusst mal was richtig gebaut. Na, sehr schön. So, ziehen wir hier nämlich noch ein Stück Pfeiler hoch. Auf der anderen Seite machen wir dann allerdings trotzdem 4, weil... ja, hier liegt ja die ganze Baumplantage drauf. Der Hafen schließt ja jetzt nicht direkt hier an die Plantage an, der kommt dann noch ein ganzes Stück weiter rein. Aber wegen der Gewichtsverteilung. Die Seite hier lasse ich dann offen, hier können die Leute dann zum Beispiel unter die... Es gibt dann praktisch so eine begehbare Bauplantage, wenn du so willst. Können die Leute dann zugucken, wie die Schiffe hier rein und rausfahren. Die Hütte ist ja dann auch für jeden betretbar. Die Geschichte habe ich jetzt so ein bisschen in den letzten Folgen so mal angedeutet, wie ich mir das Ganze vorstelle, hier die Geschichte des Dorfes. Ja, das ist so ein... doch schon eher so eine Bauerngemeinde ist, wo aber jeder jedem hilft. Der eine kennt sich zum Beispiel dann saumäßig gut mit Feldwirtschaft aus, der kann dann einen Bäcker dann das Getreide bringen, der Bäcker backt Brot für alle. Solche Sachen. Dann gibt es einen Kleider- und Stoffehändler, der dann gegen Brot und Nahrung alles hier tauscht. Tralala, hast du nicht gesehen. Aber da Nahrung ja für jeden verfügbar ist, kann auch jeder dann zum Beispiel gegen neue Bettwäsche dann Brote und so Sachen eintauschen, weil es kommt ja jeder an alles ran. Nur gibt es dann halt so Berufe, der Schmied zum Beispiel, der Werkzeuge baut, ist halt der einzigste, der sich mit der Herstellung von Werkzeugen auskennt. Da kann er mal zum Beispiel bei den Bergarbeitern wiederum gegen Nahrung, Kleidung und so Sachen eintauschen, dass er Erze hat, dann um Werkzeuge herzustellen, solche Sachen. So ist das Ganze gedacht, aber da ja, wie gesagt, an Nahrung zum Beispiel jeder rankommt, kann auch jeder alles gegen alles tauschen. Also auch hier Einrichtungen für die Wohnungen, für einzelne Räume, und hast du nicht gesehen, die kriegen ja auch irgendwann mal Nachwuchs. Ja, so, also... Es muss niemand verhungern, es wird keiner bevormundet, weil jeder jeden irgendwo braucht. Das ist so der ganze Hintergedanke dabei. Nein! Scheiße! Alles voller dran gebaut, nicht das, was ich wollte. Ich mogel jetzt doch nochmal, ausnahmsweise. Bringt ja nichts. So. Ja, so also wie ich gesagt habe, das so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, da müssen wir eben mal eine, oder ich würde gerne eine komplette Dorfgeschichte noch dazu schreiben. Das würde mich schon kratzen, da hätte ich schon Lust dazu. So, jetzt haben wir 36 Blöcke. Wie groß können wir das Ding denn machen? Warte mal, so. Ah ne, das hat ja vorne eh wieder ganz andere Maße dann. 2, 3, 4, 5, 4, 3, so, da, 2, 1, so. Okay, das sieht dann so aus. Ihr werdet noch sehen, was das alles noch hier wird. Ich habe da noch einiges in petto, was wir da noch klöppeln können. So. Zack, zack. So. Wenn das jetzt... Genau. Also hier kommt... Huch, nochmal eine... Ja, eine 5er Reihe raus. 5.
Ach! Kann ja nicht wahr sein. Hier, wo fliege ich jetzt noch runter? Hm. Ist doch alles nicht mehr erschlich hier. So. Fünf haben wir. Also. Zack. Zwei. Drei. Vier. Na wunderbar. Das klappt doch. So, 1, 2, 3, 4, 5, genau. Wunderbar. So. Genau, das ganze Ding wird dann nämlich 5 breit. So. Sehr schön, so hatte ich mir das gedacht. Das hier unten ist dann im tatsächlichen Bereich, da können die Leute dann sich hier so ein bisschen so eine eigene Strandpromenade, tralala, da müssen wir unten dann noch ein bisschen was wegkürzen und künstlich noch See auffüllen. Damit wir keine reißenden Flüsse und Zeug haben, sondern richtig einen schönen See vor der Haustür. Da hinten die Insel, das muss dann auch noch ein bisschen gekürzt werden. Warte mal. So, das habt ihr jetzt todsicher gehört. Nein, ich habe keinen fahren lassen. Ich habe den Rollladen mal eben ein Stück runter gemacht, weil mir die Sonne hier gerade voll auf dem Bildschirm geschienen hat. Konnte ich nichts erkennen eben. So. Ja, wie gesagt, das Inselstückchen hier da hinten, muss noch ein bisschen alles anpassen. Das hier wird alles wegkommen, komplett, weil... Autsch. Ich gerne hätte, dass das Wasser hier unter die Plattform läuft. Aus dem einfachen Grund, es soll ein bisschen aussehen, als hätte man das Ganze so ein bisschen aufs Wasser gebaut. Oder im... Nee, im Wasser nicht. Im Wasser ist er falsch. Auf dem Wasser, ja, stimmt schon. Dass man das auf dem Wasser gebaut hat, dass hier das Wasser dann hier unter die Plattform läuft. Ja, soll so ein bisschen die Wasserversorgung der Stadt herstellen, wenn man so möchte. Was ist denn da? Ist da ein Loch? Habe ich was vergessen? Ach nee, da ist nur Erde. Achso. Ja, so ist das Ganze mal angedacht hier. Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze noch machen. Was ich auch noch gucken muss. Und zwar würde ich das Ganze auch gerne dann mit einem Schienensystem verbinden. Allerdings soll das Schienensystem nicht auf diesem Weg hier laufen, auf dem wir jetzt gerade sind, sondern au, hier unten rein in den Berg führen. Und der wird dann auch an unser Schienennetzwerk angeschlossen. Der soll dann nämlich schön weit draußen vom Hafen her rühren. Den Hafen bauen wir dann extra schön weit draußen, damit die Schiffe dann auch nicht miteinander kollidieren können, und hast du nicht gesehen, damit es da keine Probleme gibt. Wie wir dann hier Brückengeländer alles bauen, das müssen wir alles mal noch überlegen, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Das müssen wir mal alles noch machen. Die Öfen habe ich alle abgekratzt, ne? Genau. Okay, dann können wir mal die Stützpfeiler auf der Seite noch machen. Dann haben wir die mal. 77 Blöcke haben wir gesagt, haben wir jetzt. Jeder Turm hat 5 mal 5. Stimmt das? Ja, 5 mal 5. So, dann werden die 10 weg. Dann hätten wir 67. Boah, das gibt aber schräge Zahlen hier. 77 Blöcke, so. Ziehen wir mal die 3 in der Mitte jeweils ab, dann haben wir 71. Ach, geht alles nicht. Scheiße. Dann müssen wir es doch mit 3 Balken lassen. Schade. Ich hätte jetzt gerne 4 Stützbalken auf die Seite, insgesamt 4 Balken gemacht, aber es geht nicht. Es geht nicht auf, dann. Okay, dann müssen wir es doch so lassen. So, das ist links außen. Ja gut, ist jetzt nicht allzu tragisch, dann machen wir das jetzt so und gut ist. 2, 3, 4, 5. So. Dann zwiebeln wir den Stützpfeil ja auch mal noch hoch.
dass der innen hohl ist, sieht man von außen nicht. Das ist ja Banane. Wäre jetzt auch Schwachsinn aufzufüllen, ganz ehrlich. Da bräuchten wir ja Unmengen an Zeug. Könnten wir auch mit Erde auffüllen oder Kobbel, da haben wir ja reichlich. Wir brauchen ja aber alleine noch für Stonehenge noch eine ganze Stange. Nein. Wir brauchen ja für Stonehenge noch eine ganze Stange. Da ich ja doch vieles aus Stein lassen will. Wenn ich alleine mal in die Stadtmauern denke, was wir da noch alles brauchen. Ach du liebe Zeit. Ich glaube, allein für die Stadtmauern würden unsere Vorräte gar nicht reichen, wo wir haben. Bin ich mir ziemlich sicher sogar, dass das gar nicht reichen würde, weil das einfach nur so erbärmlich viel ist, was wir da bräuchten an Zeug. Na, ich weiß nicht. Wäre ein bisschen viel. Ne, gut, wobei wir haben ja eisentruhenweise Zeug da drin. Das ist ja... Na gut, aber trotzdem. Treppen, Steinmauern, die Stadtmauern überhaupt aufbauen, das ist schon ein Stückchen Arbeit. Ich möchte ja in Stonehenge noch so eine Art Schutzbunker reinbauen, der komplett aus Stein gebaut ist. Soll so ein bisschen Beton simulieren, also wenn das ein richtig zu betonierter Raum wäre, der vor Atomangriffen, Strahlenangriffen und alles für eine gewisse Zeit zumindest schützt. Das kann man am besten aus Cobblestone machen, weil Beton ist ja auch nicht immer 100% spiegelglatt, da hat ja auch immer Ecken und Kanten. Dann hast du nicht gesehen, deswegen machen wir das einfach so dann. Bietet sich am besten an und Cobbles ist ja das, wovon wir am meisten haben. Da kann man das dann schon machen. So. Ah, wunderbar. So. Wenn wir erstmal hier noch den Rahmen fertig ziehen. Ah ja, doch, dafür reichen sie jetzt. Okay. So. Ich habe immer Angst beim Rückwärtslaufen, dass ich gleich runterfliege. Immer so ein bisschen hier im Balanceakt. So. So. Na wunderbar. So. Da. So. Also jetzt haben wir das Stützpfeilerchen auch gleich geklappt hier. Warte mal, dann steige ich auf der Seite drüben aus, geht dann bequemer. Drüben kann ich nämlich gerade rauslatschen. Dann fliege ich da schon mal nicht runter. Zumindest kann ich das wieder reinstopfen. Das Reinstopfen mit den Steinen geht wesentlich leichter hier. So, erledigt. Nächster Stützpfeiler. Wunderbar. So. Hier müssen wir teilweise doch ein bisschen abzwiebeln, umkropfeln, dranbauen, wegbauen, zubauen, weil für die Plantage würde ich auch gerne eine saubere Unterkonstruktion basteln. Und sie nicht irgendwo hier auf dem Berg pappen haben und da unten ist noch alles hohl. Da hier unten alles noch leer, hast du nicht gesehen? Nee, reizt mich nicht an. Ich würde auch gerne noch so ein paar Wege einfach hier reinbauen, dass man nicht immer nur von einem Fleck irgendwo hinkommt, sondern dass es mehrere Wege gibt, wo man hinkommen kann. Ein paar Trampelpfade, ein paar Wege, wo man mit öffentlichen Mitteln hinkommt und hast du nicht gesehen. So, die Sachen, das hätte ich ganz gerne. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das alles noch umsetzen können. Jetzt haben wir auch ganz schön Ziegel verbraten hier. Die Türme fressen mehr an Ressourcen, als ich dachte hier. Haben wir jetzt alles rausgeholt, ne? Stein? Tatsächlich, alles rausgeholt. Na gut, okay. Wir werden in der nächsten Aufnahmesession mal gucken, dass wir ein bisschen weiter basteln hier am Hafen. Tralala, an der Plantage, hast du nicht gesehen. Sind jetzt kürzere Folgen gewesen. Bisher wird eine kürzere Aufnahmesession insgesamt. Aber die nächsten Folgen werden wir wieder ein bisschen besser produziert haben, weil ich dann auch ein bisschen mehr im Voraus wieder produziert habe. Sprich, auch wieder mehr Zeit habe, mal längere Sessions zu machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bis hierhin. Wünsche euch noch einen traumhaften Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut euch nicht so viel Schrott an und bis dahin. Ciao.